Hi Marek, was machst du denn hier? Kaffee trinken. Kaffee trinken? Was hast du denn da in dem Hänger drin? Eine Überraschung für mich? Arbeit, Thomas, Arbeit. Und da ich dir eine ganze Menge Arbeit mitgebracht habe, ja, gucken wir gleich mal, ob du erraten kannst, was das ist. Ich darf nicht reingucken? Nee. Okay. Soundcheck? Soundcheck. Und du musst erraten, was das ist, ja? Mhm. Dieser Sound gehört zu einer Scrambler. Bist du dir sicher? 100 Pro. Dann raus die Kiste. Cool. Eine Menge Arbeit. In Schwarz-Rot. Auch nicht schlecht. Eine 850er. Mhm. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, erstmal eine 850er Scrambler. Sehr gut gesehen. Von dem optischen her würde ich eher sagen, das ist schon ein etwas älteres Modell. Sag mal Baujahr, schätz mal. Erkennt man meistens schon am Auspuff. Ich habe ein Baujahr ohne Edelstahl. Ach ja, stimmt. Und Baujahr mit. Ich glaube bis 12 oder 13 haben sie, glaube ich, die ohne, wa? Und ab 14, glaube ich, gab es die mit Edelstahl. War das so oder war das 15? So ähnlich, ja, Thomas, so ähnlich. Ich weiß das auch nicht mehr ganz genau. Also ist es auf jeden Fall 12er? Nein, 13er Modell. 13er Modell? Das ist eins der ersten 13er Modelle hier. Okay. Und wie wir alle kennen bei Polaris, hat auch sie die üblichen Probleme. Lenkkopflager. Alter Schwede, ja. Unten, ne? Ihr seht, das ist ja schon, ne? Mehr als 2 cm Spiel. Alle Buchsen, alle Radlager, die üblichen Probleme. Okay. Dann hast du noch ein Elektronikproblem. Oh. Die geht ab und zu in den Motornotlauf. Okay, da habe ich aber zu basteln. Denn. Da hast du jetzt tatsächlich etwas Hausaufgaben, ja. Ja, Buchsen ist kein Problem, die kann ich ja schnell mal drucken. Wa? Und ja, Lenkung müssen wir mal gucken, was wir da machen. Achsmanschette? Achsmanschette müssen wir tauschen, okay. Das ist auch schnell gemacht. Ja, das ist halt Gebrauchtfahrzeug, ne? An der Kunststoffverkleidung müssen wir ein bisschen Arbeit anlegen. Und mal richtig schön aufbereiten. Ja. Gut. Was sagst du? Schick. Eine Menge Arbeit. Aber meine Frage ist jetzt, du hast ja vorher eine Kawasaki gehabt und warum haben wir jetzt hier eine Polaris? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich erfahrt ihr in Zukunft mehr darüber. Mehr willst du nicht sagen dazu? Nee. Okay, gut. So, wir haben sie komplett von der ganzen Verkleidung, gut, außer da vorne noch nicht, alles komplett befreit und gucken uns jetzt mal die ganze Scheiße an. Und wir sehen schon mal, dass hier einer laienhaft hier überall Kabel lang geschmissen hat und hier irgendwelche Relais, muss ich mal durchprüfen, was das alles ist. Hier die ganzen Kabel. Gut, okay. Wir müssen sie auch erstmal ein bisschen sauber machen und dann gucken wir mal weiter. Wa? Gut. Marek, was machst du da? Wir wollen neue Buchsen einbauen. Hinten okay. Links, hinten rechts. Warum? Weil die mal wie immer bei Polaris ausgeschlagen sind. Übrigens, ab Werk möchte ich mal eins kurz erwähnen. Also kauft man kostenlos mit. Gut. Wir haben jetzt alle Reifen ab. Vorne haben wir schon überprüft, das ist bloß die Lenkungsspiel. Ich brauche mal einen Gegenstück, bitte. Den habe ich da hingepackt. Danke. Und hinten sind die Buchsen komplett runter. Vorne wurde ja laut Vorbesitzer, hat er uns die Rechnung gezeigt, komplett neue Buchsen. Und da war ich erstaunt, dass da Buchsen dran sind, die so hell aussehen und nicht original. Übrigens für die Fangemeinde von Thomas, ja, tut mir leid, dass ich jetzt schraube, aber das hat einen Grund. Denn ich habe ein Nebengewerbe und irgendwann wird das mein Haupteinsatzzweck, beziehungsweise nicht Haupteinsatzzweck, sondern meine Haupteinnahmequelle. Übrigens tut mir leid für diese Wortfindungsstörung, aber es ist scheiße heiß hier drin. Ja, wir haben hier gefühlt ungefähr 40, 45 Grad in der Garage, weil Blechdach oben ohne Dämmung, die Sonne knallt, Gewitter kommt auch schon. Und gut, und ich gebe jetzt mal ein paar Tipps, wie man das da alles machen tut, wa? Gut, ich melde mich wieder, wenn wir die Innenseite komplett fertig haben. So, wir machen für heute Feierabend. Wir haben nämlich richtig zu kämpfen gehabt, hier, und zwar den oberen Arm. Und zwar diesen Bolzen hier.
Der war nämlich festgerostet. Wir haben den einfach nicht mehr rausgekriegt. Wir mussten den jetzt aufschneiden, damit wir den hier so rauskriegen. Ja, müssen wir mal neu bestellen. Und das kann ich natürlich nicht drucken mit meinem 3D-Drucker. Marc, bist du sonst soweit zufrieden mit dem Ding? Was sagst du zu meinen Buchsen? Mega. Die Buchsen sind wirklich gut. Gut. Okay. Es werden definitiv noch ein paar Teile kommen, weil wir müssen das Ding ordentlich herrichten. Und dann gucken wir mal, was wir mit dieser Kiste machen, wa? Haut rein. Bis zum nächsten Video.